Hey Leute, Bardo hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Wie wir hier sehen, gibt es bald ein neues Sonderereignis, worüber ich ja schon geredet habe, und zwar Retro Royale. Da habe ich ja schon vor einer Woche drüber spekuliert, dass das rauskommt und es ist tatsächlich jetzt auch offiziell drin. Bei dieser Herausforderung lesen wir kurz vor: Baue ein Deck mit klassischen Karten. Ganz wie damals. Hole im Laufe der Herausforderung einmalige Belohnungen und schließe sie mit 6 Siegen ab. Die ist eine kurze Herausforderung, man braucht nur 6 Siege, um zu gewinnen. Und was kriegt man dabei? Kann ich den Preis mal gucken? Okay, mein Preis, okay. Also nach einem Sieg gibt es schon 10 Juwelen. Die Teilnahme ist gratis, also man kriegt auf jeden Fall 10 Juwelen, das ist mal nice. Dann kriegt man eine Silbertruhe, dann kriegt man eine Goldtruhe und eine Magietruhe kriegt man. Okay, cool. Und bei 6 Siegen gibt es dann noch 3000 Münzen oben drauf und dann halt hier den normalen Bonus, den es sonst gibt. Also ist eine coole Challenge tatsächlich. Könnte ziemlich nice sein, aber in der Folge heute gucken wir mal wieder einfach mal ein bisschen bei TV Royale rein. Gucken ein paar Matches zu und lassen das diesmal so machen. Ich werde spekulieren, bevor es losgeht, welches Team gewinnen wird. Und wenn ich falsch liege, dann irgendeine Bestrafung. Muss ich mir selbst eine Ohrfeige geben. Ich bin gerade zu unkreativ für eine richtige Bestrafung. Wenn ich falsch liege, muss ich mir selbst eine Ohrfeige geben. Und das allererste Match. Oben hat einer ein Packer-Deck und rechts hat einer ein Schweinereiter-Deck. Der hat halt keinen geilen Konter gegen den Packer, außer halt den... Ja, ne, doch, komm. Schweinereiter-Team wird gewinnen. Schweinereiter-Team wird gewinnen. Ihr könnt euch auch immer mitraten. Und schreibt bitte schön auch immer in die Kommentare, ob ihr richtig mitgeraten habt oder ob ihr falsch mitgeraten habt. Das wäre so ein bisschen interaktiv, weil ich mag so interaktive Videos, Ideen und... Okay, auf das Team mit den Riesen habe ich gesetzt von Arab Empire. Arab Empire, sag mal, was du hast, du hast einen Riesen. Der haut den Packer schon raus. Ja, der, okay, das heißt, der hat einen Counter weniger gegen den Packer. Er macht einen Weinsmiley. Er macht einen Wow, weil er Packer... Alter, in Arena 11 Packer spielen. Das ist so random, wer macht das? Okay, jetzt kommt der Ofen raus. Ja... Aber der Schweinereiter kann den Packer halt komplett countern, so. Okay, der hat Glück, dass der Lakai angegriffen wurde vom Turm. Wenn jetzt ein Schweinereiter... Er setzt nicht, um den Packer auf die andere Seite zu ziehen. Okay, interessant. Dann könnte der mit dem Packer tatsächlich vielleicht gewinnen. Weil der den Schweinereiter so setzen können, dass der Packer dann den ganzen Weg auf die andere Seite läuft. Läuft. Und dass die Türme den einfach überballern. Okay, er hat es jetzt abgewehrt. Er hat es aber teurer abgewehrt, als er es hätte abwehren müssen. Und er frisst auch ein bisschen Schaden. Und er kommt nicht durch mit dem Riesen. Okay, es ist doch spannender als gedacht. Also der Packer-Typ hat eine Chance tatsächlich. Ist nicht komplett chancenlos. Da geht was. Da geht was. Okay, das ist spannend. Das ist spannend, ey. Packer in Arena 11 zu sehen, ist unnormal krass. Weil niemand spielt den Packer. Ab Arena 10, würde ich sagen, spielt kaum noch jemand den Packer. Irgendwie eine Nutzungsrate von 1%. Ich weiß, ich spiele den Packer und ich habe damit Spaß. Kann ja sein, aber ja trotzdem statistisch gesehen eine Nutzungsrate von irgendwie 1%. Da erinnert sich ja nichts dran. Auch wenn ihr den gerne spielt. Ich mag den auch. Ich spiele den auch gerne. Aber der hat halt zu viele Counter und ist zu leicht zu countern. Da müsst ihr halt nur ein kleineres Angriffsfeld haben, wo er Gegner unlockt zum Angreifen. Okay, mal gucken, was geht. Mal gucken, was geht. So. Schön mit dem Tunnelgräber, aber wird weggehauen von... Oh, das Elektromagier, den ich angreift, ist böse. Das ist ein bisschen unbefriedigend, weil es kann Tunnelgräber schön Damage noch reinhauen. Ey, wenn der Packer-Typ tatsächlich gewinnen sollte. Okay, eine simple Combo. Oh ja, der Packer. Mit einer Sekunde Spawnzeit ist der Packer so gut defensiv. Der hat trotzdem 2 Hiebe durchgekriegt. Muss man einfach sagen. 2 Hiebe durchgekriegt und frisst richtig viel Schaden. Er hat noch ein Drittel Leben ungefähr. Ja, mal sehen, was jetzt geht. Er supportet ihn nicht, okay. Und er wehrt ihn ab. Er wehrt ihn ab. Okay, jetzt kommt der Schweinreiter. Jetzt kommt der Schweinreiter, den ich nicht perfekt abwehren kann. Der kann ihn nicht perfekt abwehren, oder? Oh, er hat keinen Hieb durchgekriegt. Hat dann so gut abgewehrt. Ja, der Packer-Spieler ist, würde ich sagen, der bessere Spieler. Oder? Weil mit einem Packer-Deck so präzise zu spielen... Und tatsächlich eine Chance zu haben, ist schon nicht schlecht. So, und der hat auch... Wieso hast du den Feuerball eigentlich nicht raus? Hat er den Feuerball nicht gehabt? Okay, jetzt ist links aber ein gefährlicher Push. Ja, der Push links ist gefährlich. Turm könnte kaputt gehen. Turm wird kaputt gehen. Turm wird kaputt gehen. Oder? Nee. Nee. Alter, der gewinnt das. Der Packer-Spieler gewinnt das. No. Als ob. GG, ey. GG. Ja. Packer, Mann. Der Packer hat zwar, glaube ich, nicht ein einziges Mal Schaden gemacht an den Turm. Aber das ist... Ah, ich habe gesagt, ich muss... Scheiße, ey. Sich selbst schlagen ist immer so dumm. Der 77. gegen den 16. Bowler, Riese, Friedhof... Rechte Team gewinnt. Rechte Team gewinnt. Der mit dem Schweinreiter gewinnt. Ich sage einfach... Und zwar, weil ich denke, dass er die Rakete gut ausspielen wird. Wenn er die Rakete gut ausspielt... Dann wird der Jungs am TV niemals durchkommen, der aus Korea. Der wird dann niemals irgendwie einen geilen Push starten können, wenn er die Rakete gut ausspielt. Er hat die gerade nicht auf der Hand.
Das ist ein bisschen kritisch. Aber wenn er die gut ausspielt, aber rotiert gerade rum, um die Rakete zu kriegen, glaube ich. Okay, macht er nicht, macht er nicht. Okay. Aber wenn er die Rakete gut ausspielt, kann er das locker gewinnen. Ist halt die Frage, ob er es hinkriegt. Ob er es hinkriegt. Goldene Rakete. Jetzt wäre eine Rakete mega mächtig, tatsächlich. Aber er wehrt so ohne Rakete ab. Läuft, 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 läuft. Kriegt das hin? Kriegt es verteidigt? Ja, ja, ja. Okay, er spart sich die Rakete noch. Ja, ich zum Beispiel hätte die Rakete rausgehauen, weil ich nicht so ein Überspieler bin. Aber jetzt hat er natürlich auch... Oh, schön. Der Ritter, ne? Der tankt gerade ordentlich. Ja, aber er hat einen Elixier-Nachteil auf jeden Fall. Also Icon von Megastars hat einen Elixier. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie Asiaten sind, deswegen betone ich das so. Mega rassistisch eigentlich. Icon, Megastars, Jungs am TV, Korea. Welches Korea? Das im Süden, das Coole? Oder das im Norden mit Kim Jong-un, der Atombomben am liebsten abwerfen will? Okay, haute die Rakete raus. Haute die Rakete raus. Haute die Rakete raus. Da kommt die Rakete. Und das meine ich. So, die Rakete, die reinhaut. Der muss jetzt, glaube ich, nur... Ich weiß nicht, wie viel Schaden die Rakete auf Full-Level macht. Kann ich das sehen? Nee, kann ich nicht. Ja, die Rakete haut halt gut Schaden rein. Muss man sagen, jetzt kommt der Friedhof, der ist böse. Der Friedhof ist generell eine böse Karte, so. Wenn man nicht mit dem Friedhof rechnet. So, wenn du gut versteckst, dass du einen Friedhof hast, und dann random einfach so einen Friedhof raushaust, kann das so böse sein. Macht wirklich so viel Schaden. Okay. Es ist ausgeglichen. Ist ausgeglichen. Aber der weiß jetzt, dass er einen Friedhof hat. Rechts hat er auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Ja, es ist kritisch. Also es könnten beide gewinnen jetzt gerade. Okay, es ist gerade sehr spannend, Alter. Das ist sehr, sehr spannend gerade. Ich spiele jetzt einen Riesen auf der rechten Seite und der spielt jetzt einen Schweinrad auf der linken Seite. Okay. Setzt jetzt die Rakete nach links. Okay. Boom. Ja. Okay. Könnte ein Fehler sein, dass der untere den Link, die linke Seite ignoriert. Oder greift er jetzt mit links? Ist jetzt spannend. Wo er den Friedhof? Er setzt den Friedhof rechts. Okay. Er macht doch Sinn. Kommt ein Feuerball. Okay. Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Hätte er vielleicht lieber links fertig machen sollen? Die macht doch keinen 890 Schaden, die Rakete, oder? Jetzt mal ehrlich. Okay, er hat es abgewehrt gekriegt. Er hat es abgewehrt gekriegt. Jetzt hat er so einen Gegenpush. Okay, okay, okay. Was geht ab? Was geht ab? Der Schweinreiter hat keinen Push gekriegt. Hätte der Schweinreiter. Oh, okay. Stimmt, der hat ja einen Feuerball. Jetzt natürlich kann er es ignorieren, wenn er einen Feuerball hat. Aber die Rakete macht nicht so viel Schaden. Die macht nicht so viel Schaden, ja. Krass. Ich habe wieder falsch gelegen. Ich habe gar nicht gecheckt, dass er einen Feuerball im Team hat. Habe ich komplett vergessen. Ich dachte, ja, du solltest links pushen. Immer das Schwachsinn, wenn du einen Feuerball hast. Musst du nicht links pushen, wenn er 100 Leben hat. Eigentlich wieder falsch. Normalerweise liege ich oft richtig. Heute ist irgendwie nicht ein so ein Tag. Heute ist irgendwie ein furchtbarer Tag. Machen wir noch ein Match. Machen wir noch ein Match. Oh, der spielt Wächter. Cool. Ah, ich hab gleich geguckt, der Typ mit den Wächtern gewinnt. Ich habe jetzt gar nicht die Decks angeguckt. Nee, der Typ oben gewinnt. Elisabeth Bahn Friedhof. Der mit den Wächtern gewinnt. Ich sag, der mit den Wächtern gewinnt, weil die Wächter werden kaum gespielt. Ich bin aber so ein bisschen für die Underdogs ab jetzt. Ich bin für die Underdogs. Okay, das spielt ein Wild Giant, Elisabeth Bahn. Können die Wächter die Elisabeth Bahn eigentlich abwehren, würde ich jetzt mal gern sehen. Können die jetzt abwehren? Nö. Nö. Können die nicht. Die Wächter sind so nutzlos. Gegen Elite bewahren. So, die ist man einfach zerfetzt. Und der Friedhof zerfetzt jetzt. Leute, ich war für die Underdogs. Ich war für die Underdogs. Das ist einfach ein. Ja, der. Der Königsriese ist am Turm. Cool. Aber. Verdammt, ey, ich hätte nicht für die Underdogs sein sollen. Das ist nie cool. Der oben hat ja auch einen Königsriesen so. Einen Inferno-Turm hat der. Da kannst du ruhig noch einen Königsriesen raushauen. So, hau ruhig neuen raus. Dann spiele ich einmal Friedhof und ist alles gut. Ah, wenigstens hat er Spaß. Wenigstens haben sie Spaß beim Spielen, das ist ja das Einzige, worauf es Augen kommt. Und ich spiele jetzt die Lichtbombe zum Counter in 3, 2, 1. Okay. Der Turm ist tatsächlich down. Die Lichtbombe sind auch down, theoretisch. Die Wächter, oder? Regeln das die Wächter? Ja, die Wächter regeln das. Cool. Cool, cool, cool. Ich denke, dass die Wächter irgendwas reißen. Ja, haben sie ihn gekriegt. Cool. Ja, die Wächter, die waren mal richtig gut, ey. Aber jetzt spielt jetzt kaum noch jemand. Okay. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Es ist gerade ausgeglichen, ne? Aber wenn der Friedhof kommt, dann kommt der Friedhof halt hart. Kommt die Rakete? Ja. Und wenn jetzt der Friedhof kommt, wäre es RIP. Okay. Er wartet mit dem Friedhof. Jetzt könntest du den Friedhof spielen, der wäre RIP. Jetzt kein Elixier, du könntest jetzt den Friedhof spielen. Hat er keinen Bock. Hat keinen Bock. Verteidigen ist wohl wichtiger. Den Turm verteidigen ist wohl wichtiger als blind anzugreifen. Okay, was auch immer.
Was auch immer du sagst. Jetzt Friedhof? Ja. Ellen Friedhof, ey, der ist super teuer, so mit 5 Elixier. Aber der kann halt so gefährlich sein, wenn man den richtig ausspielt. Jetzt sind die Skelette am Turm und der Elisabeth ist am Turm, jetzt kommen noch Einheiten nach. Hat er aber gut abgewehrt. Und jetzt kommt der. Okay, der hat ein Elixier-Problem, um das abzuwehren. Der Phantom ist es aber trotzdem schaffen, komplett abzuwehren. Ja, okay. Es ist ein spannendes Match. Wir hatten jetzt aber nur spannende Partien bis jetzt. Das ist geil. Richtig cool. Jetzt haben wir einen, der den Tesla spielt. Ist auch ganz cool, einen Tesla zu spielen auf dem Niveau, weil sonst spielt irgendwie nie mehr den Tesla. So, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Okay, machst du das? Machst du das? Okay. Es ist halt viel zu ausgeglichen. Das könnte auch einfach unentschieden werden. Oder? Das könnte einfach unentschieden werden. So, ich wüsste nicht, wer jetzt gewinnen sollte. Ich habe die unteren gesetzt, ne? Weil die den Wächter haben. Ja, ich habe auf unsere Team gesetzt. Ja, dein Phantom rockt halt ordentlich. Könnte unentschieden werden. Die Wächter verteidigen. Die Wächter verteidigen. Die Wächter verteidigen. Die Wächter verteidigen. Haben wir jetzt einen Counter? Okay. Haben wir. Aber der Phantom countert den Phantom. Und die countert. Der Phantom countert das halt immer sofort. Der kommt zwar so 5 Hiebe durch. Oh! Oh, Moment. Rakete, genau. Könnte jetzt ein bisschen zu risikohaft sein, weil die reicht nicht. Die reicht nicht. Du musst schnell zum Sepp promotieren. Ganz schnell musst du zum Sepp promotieren. Jetzt. Mach dir nicht 89 Schaden auf den Level, den du hast. Macht der Sepp nicht 89 Schaden auf Level 12? Oh, macht er nicht. Der macht 84 Schaden. Oh, dann habe ich... Ich habe wieder falsch gelegen. Ich habe alle Predicts verloren. Ich weiß, dass du wahrscheinlich jetzt in die Kommentare schreibst, Ich habe alle richtig gehabt. Weil es gibt immer so Leute, die sagen, ja, ich bin besser als du. Leute, geht einfach nur Fun. Ich habe das Gefühl, dass ein paar Leute den Spaß im Spiel verloren haben. Und einfach nur so richtig tryhard sind. Und einfach nur beweisen sollen, dass sie krasser sind als andere im Spiel. Leute, es ist ein Spiel, da geht es um Spaß. Ich habe auch jetzt Spaß gehabt so. Ich meine, das waren coole Partien, die ich zugeguckt habe. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich darüber einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Klickt jetzt mal hier auf die Playlist, um keine weitere Folge zu verpassen. Da könnt ihr auch mal draufklicken, wenn euch irgendwas, was euch gefällt. Und das ist beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao.